Wow, wow, wow. Schön, dich hier zu sehen. Hör zu. Ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Ich hab ja auch gewonnen, ihr Idioten. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst nein. Da. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Das ist schön. Haben wir einen loyalen Crew mit... loyales Crew-Mitglied gekriegt? Den Samson. Naja, Poser. Blocker. Wichser. Mal sehen, was wir bei dem für Boni kriegen. Du hast deine Crew-Mitglied freigeschaltet. Du kannst dieses neue Crew-Mitglied auf der Seite meine Crew rekrutieren. Ja, ich weiß. 10% Geld-Boni. Geil. Reduziert den Fahndungsstatus. Ja, das ist egal, aber... Kriegen wir nochmal 10% und 200. Oder so, ne? Ah, ich werde trotzdem erstmal noch Saul behalten. Hey, habe ganz vergessen zu sagen, dass jeder neue Boss eines Gebiets ein großes Rennen veranstalten muss. Sowas zu organisieren kostet eine Menge Geld. Aber dafür kommen alle Fahrer aus der Gegend vorbei. Sieh dir das in deinem Unterschlupf mal an. Die Fahrer hier warten schon auf dein Rennen. Was natürlich cooler wäre, wenn ich das dann wirklich selber organisieren könnte, also quasi Strecke aussuchen und sowas. Geht leider nicht, wir haben schon 21% vom Spiel geschafft in einer Dreiviertelstunde, ey. Krass. So, erstmal Wagenauswahl. Erstmal hier, der Wagen ist zwar schon recht gut getuned, aber selbst der ist so schon besser. Den werde ich vorerst noch nicht verkaufen. Den behalte ich erstmal. So, jetzt das Massenrennen. Die fand ich irgendwie immer ätzend, weil die immer so ewig lang waren oder so. Keine Ahnung. Und das ist halt auch mit ein paar mehr Fahrern, mit insgesamt 10, abgesehen von meinem Crewmitglied und mir, glaube ich. Also ich glaube, insgesamt sind wir dann 12 oder so, war das. Könnte es gewesen sein. Und deshalb, ja. Naja, voll cool und so, muss ich mir nicht weitergeben. Obwohl, ne, mein Crewmitglied ist gar nicht dabei, genau, deshalb fand ich sie so ätzend. Deshalb waren sie kacke. Aber egal. Erstmal gucken sich das neue Wegechen hier fährt, ne. Bisschen einfach muss ja sein. Fetten Link gerade, ey. Und da, guck mal. Und seht ihr, was das für ein Wagen ist, Mensch. Ein Gaming ist. Den habe ich in diesem Spiel dann früher auch noch genommen, also es ist halt ein Stufe 2 Wagen. Der ich sicher schon denken können, wenn er bei diesem Massenrennen ist. Aber egal. Aber egal. Ja, aber egal. Das Massenrennen wird halt glücklich, weil wir kein Crewmitglied haben. Und das Handling von Gewichin hier doch recht scheiße ist. Der hat sogar ein GW9, ne? Das ist, glaube ich, mit der beste Stufe 2 Wagen. Hat ja auch einen Wolf. Ach genau, ein Wolf, gab es nicht auch einen Wolf bei Most Wanted, habe ich da nicht sogar auf diesen hier dann verwiesen. Ich glaube sowas in Art war das. Ich meine, mich erinnert sogar sowas gesagt zwar. Mensch, wir fahren von 270, ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie viel wir beim anderen letztendlich mal als Höchstgeschwindigkeit hatten. Aber auf jeden Fall geht der Wagen hier schon, denke ich mal, ein bisschen mehr ab. Und wenn er dann noch richtig vollgetunt ist, hat er echt schon Bombenbeständigung, soweit ich mich entsinne. War echt nicht verkehrt, also ich war für Stufe 2 Wagen schon fast overpowered. Da ist der Rest halt nicht so gut, aber auch nicht alles ab. So, okay, die Abkürzung ist gesperrt, wahrscheinlich geht's dann woanders lang. Ja, genau, geht's. Dann müssen wir erst da, ist ja nicht mal die erste Runde zu Ende. Boah, Alter, das wurde so ätzend. Die waren immer so lang und nervig und rund. Klar, meine Crewmitglieder. Wenn man verliert, dann muss man so eben nochmal von vorne anfangen, was nicht alles. Oh, man kann nicht zweischalten, man kriegt wirklich nur Geld, sonst gar nichts. Und ich weiß gar nicht, aber ich glaube auch, diese Massenrennen können Opfer von Angriffen werden. Quasi, dass man diese Scheiße normal fahren muss. Ja, kurz kotzen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Aber ich glaube mir da schon selber nicht. Egal. Noch sind wir auf jeden Fall Erster, immer noch.
Man glaubt es kaum, man will es nicht glauben. So, gleich hier ein bisschen Nass nachgeben. Ja, aber doch die Abkürzung, da ist zwar nichts davor, was uns ausbremst, aber hier haben wir wenigstens auch einen kleinen Vorsprung. Hat klappert das schon. So, erste Runde geschafft. 2:17, ey. Wenn wir mit dem Rennen fertig sind, haben wir aber etwa in der Zeit schon bei Ducati World 2 oder 3 geschafft. Das ist ja, wenn wir ins Hochkopf im Rennen mal 200 Minuten gebraucht. Ja, vielleicht eins verstecken, das war nicht immer so bei 1,5. Ach, schon lustig, wie sich das alles so entwickelt hat. Ich meine, sind zwar nicht die gleichen Entwickler gewesen, aber trotzdem so allgemein, ne? Find ich zumindest äußerst interessant. Oh, scheiße, und was füllt die schneller auf? Ich kann die Bike hier brauchen. Hier bei so einem Kurven, da versage ich mit dem Wagen natürlich vollends. Das ist ja eigentlich klar. Fühlt sich ja fast von selbst. Aber nur fast, ne? So, die kommen ja wieder zu nah, das gefällt mir gar nicht. Wenn die ganzen gar nicht. Ah, jetzt mit der Beschleunigung ziehe ich wieder davon, oder nicht? Naja, mit was geht das, oder? Ja, mit was geht das? Ja, 272 oder das höchste Gefühl. Eindeutig. Aber die anderen scheinen bisher auch noch nicht wirklich schneller zu sein, deshalb wird das noch klar, denke ich mal. So, und dann gucke ich gleich mal, was ich so bei den Gebieten alles freischaltet. Einmal halt von Bushido und einmal von TFK. Das entscheidet dann halt darüber, wen ich zuerst fertig mache. Ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich das früher auch immer so mache, dass ich halt dann beide immer etwa auf dem gleichen Stand habe und dann halt die Boss dann direkt untereinander lösen könnte. So könnte ich das halt machen, aber weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, eine, ich glaube, ich will erstmal an sich den Kenji hieß dann genau, den will ich halt mal fertig machen. Allein schon wegen dem LC. Ich hoffe, dass ich den dann auch gewinne, weil ansonsten hat es auch nichts gebracht. Wäre nur ziemlich geil, wenn ich den gewinnen würde. Weil der doch schon echt gutes Handeln hat und ich ihn eigentlich sowieso schon mag, habe ich ja schon mal erzählt. Verdammt, das ist kacke. Und abgesehen davon halt Handling auch nicht so verkehrt ist. Auch wenn ich halt eigentlich nicht so viel Wert drauf lege. Ist doch in manchen Situationen nicht verkehrt, vor allem bei Canyon-Duellen. Obwohl ich da eigentlich auch viele Beschleunigungen vorzüge, weil man da halt die Möglichkeit hat, jemanden zu überholen. Das sollte vor allem mit diesem hier bei Kenji gut klappen. Ich glaube nur, wenn ich halt mit dem hier bei Kenji auftauche, der hat eine ziemlich verwinkelte Strecke davor, also nicht im Kenji, sondern die normale, soweit ich das weiß. Und das könnte schon böse enden. Aber naja, probieren muss man es. Oh ja, mach bloß, es ist vorbei. Ja, 4,5 Minuten Stress, ey. Wie gesagt, also ich mag die machen eigentlich nicht. Und ich will noch nicht aufhören, ich habe immer noch Lust zu spielen. Na, das heißt, gucken wir mal. Nummer 1, was drücken wir? Also wir haben hier Bushido, was kriegen wir? Freischalten, Kompressor, Stufe 2, Profi-Paket, das ist nicht verkehrt, Rennpaket ist zwar Überprofi, aber Rennen, Profi sind schlecht, Bremsen, Profi, Dodge Charger, gut, also den neuen Dodge Charger, den alten haben wir ja schon, Mitsubishi Ellipse, der ist eigentlich auch nicht verkehrt, den finde ich eigentlich auch ganz cool, Renault Clio V6, genau, was haben wir hier so? Vauxhall, keine Ahnung. Hier haben wir den Porsche Cayman S, genau. Da haben wir den Lotus Elise, finde ich auch ganz cool. Motor, Stufe 2, Profi-Paket. Und hier haben wir noch wahrscheinlich Kompressor, den Kompressor hatten wir schon. Getriebe. Egal, was haben wir hier so bei den Rennen zum Gewinnen? Streifenvinyl. Motorhaube, schade. Und den Sprint. Kompressor, Stufe 2, Straßenpaket, ja egal. Ich guck mal kurz zum Unterschlupf, was ich allgemein schon in diesem Auto installiert habe. Um mich dann noch ein bisschen auszurichten. Was haben wir hier? Nitro haben wir schon, volles Ding. Motor haben wir sonst noch gar nichts. Reifen ein bisschen, Bremsen ein bisschen, Kompressor noch gar nicht. Gut, wir haben eigentlich fast noch gar nichts drin. Da ist die Leistung schon so heftig. Aber das mit dem Nass ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir fangen mal hier an. Nehmen wir erstmal den Rundkurs. Die Strecke an sich ist eigentlich ziemlich einfach. Aber könnte trotzdem knifflig werden mit unserem Wagen. Ach, keine Ahnung. Vor allem, was ich jetzt schön finde, dass diese Muzzle Cars übel viele alte Hühner beinhaltet, oder relativ viele.
im Verhältnis viele. Lass mich durch, lass mich durch. Ja, seht ihr schon, hat der auch schon einen anderen Wagen. Ich glaube, der hat sogar den Dodge Charger. Ich glaube, den könnte er haben. Also den neuen. Ich den alten, ja, den neuen hat. Oder? Ich weiß gar nicht, ob der... Ich glaube auch. Samson hat, glaube ich, den gleichen Wagen wie wir jetzt. Und was Neville hat, der hat... Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass der... hier erstmal kein Bild hat, dass Neville bei Figur 3, glaube ich, den 350Z hat. Ich weiß, dass ich glaube, keine Ahnung, ist egal. Irgendwas werde ich damit schon ausdrücken wollen. Relativ kurze Strecke hier, oder? Ne? Soweit ich mich erinnere. Aber irgendwie, in diesem Bereich muss ja wohl noch ein bisschen die Karte nachladen, das stoppt sich auch schon zumal. Speedbreaker, Regel, so erste Runde geschafft, gleich vorne schon, ne? Sauber. Ja, ich weiß. Okay, hier muss ich echt noch nachladen. Das finde ich gerade echt gar nicht geil. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber vielleicht gibt sich das demnächst dann auch. Sagt er uns vielleicht ein bisschen mehr. Nein, aber kann ja sein. Alles im Bereich der Möglichkeiten. Oder nicht? Was immer. So, Saul ist... Gut, der ist auch in unserer Reichweite. Ich werde gleich mal loseisen. Na toll, der vollgebracht. Jetzt lässt sich zurückfallen. Idiot, wird erster bleiben, damit ich nicht gewinnen muss. Naja, ich bin der faule, böse, große Boss. Ja. Und so weiter. Keine Ahnung. Ja, ich guck doch in den Spiegel. Sogar in den Rückspiegel, glaubst du. Boah, Alter, wie weit ist denn der geflogen? Voll heftig. Und das hat er wohl auch schon. Ja, vielleicht haben die doch schon vorgetütet waren, kann ja auch sein. Das würde auf jeden Fall die Leistung von vorhin erklären, aber trotzdem. Ja, hinter uns. Neu freigeschaltet. Motorhaube, bla bla. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder was mit Kenji oder sowas. Schätze ich mal. Ja, das dachte ich mir. Hab gehört, du bist wieder hier. Jetzt will ich hören, dass du gehst. Tja, das wird wohl leider nichts werden. Aber du wirst gehen. Du wirst gehen, du wirst noch sehen, Junge. Kommt erstmal in die Zwischensequenz. War ein bisschen spielwilliger. Macht dann so Laune. Das ganze Rennen wird dann natürlich wieder kacke. Ich hoffe nur, dass es nicht nochmal abkackt, weil dann muss ich noch mehr zusammenstellen. Kacke und Bumsi und weiß ich nicht, ne? Aber egal. Wir sind jetzt in dem Bereich von Kenji. Bushido. Oh, Alter, ihr könnt mich doch alle mal im A lecken. Und jetzt müsste ich ja eigentlich... Das ist jetzt die Frage, ob die 10%, glaube ich, will, hatte. Kriege ich nochmal dazu durch längstens 10 oder 20. Ob die jetzt von den 50 gerechnet werden, 500 gerechnet werden oder von den 700. Aber da werde ich gleich mal drauf achten. Ich muss auf jeden Fall mehr als 700 kriegen, sonst funktioniert da was nicht. Aber bei den anderen weiß ich ja eigentlich nicht unbedingt so, wie viel ich da gewinne. Abkürzung, ja, die nehme ich leider nicht, weil die mir in diesem Moment leider gar nichts bringt. Siehst du, Saul, schon bist du Dritter, nicht mehr Zweiter. Ein Porsche sogar. Ich habe gar nicht. Oh, knapp. Natürlich sage ich gar kein das mehr, es ist jetzt auch leicht suboptimal, aber egal, noch sind wir erst dann, noch haben wir es. Ja, das finde ich gar nicht schön, nein, nicht gut. Speedbreaker, du bist hier mein Freund und Helfer, vor allem bei den Muzzles. Aber das Problem ist halt, bei den Canyons hat man das ja nicht, das heißt, die wird im gleichen Handel wird ohne Speedbreaker aus. Sag ich auch, benutze sie nochmal. Ja, aber trotzdem, wäre zumindest am rein logischen, ja. Besserer. Aber egal. Oh, ich merke langsam, meine Stimme wird hier so ein bisschen kratzig. Das heißt, allzu lang werde ich nicht laufen. Auch kurz laufen. Muss ich mich nachher bei Need for Speed World abreagieren. Keine Ahnung.
Ja. Voll ab und so. Ah gut, das haben wir auch gleich über das Rennen. Wir sind momentan sogar noch weiter vorne als Saul. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber... Ja, wir treffen unser Ziel. Das war mein Ziel. Ich habe sogar gewonnen, Mensch. Stell dir das vor. Ein schön zerkratzten Wagen, aber egal. Ja, ich weiß, das ist super. Ja, irgendwas passt da nicht. Ich will zum Unterschlupf. Was soll das? Warum kriege ich die 200 Bonus, aber... Crew. Meine Crew. 10% Geldbonus pro Sieg. Ich sehe jetzt nicht... Ach, keine Ahnung. Fickt euch alle. Keine Ahnung halt. So, Weltkarte. Also das erste Gebiet will ich ja wenigstens nochmal einnehmen. Nehmen wir jetzt den Sprint oder ist die Radarfalle? Nehmen wir mal den Sprint. Hier machen sie eigentlich genau andersrum, wie bei, als wie, keine Ahnung, bei Most Wanted halt. Dass ich erst das Einfache mache und dann das Schwere. Ist eigentlich dumm, aber ich kann halt nicht anders. Ja, Mercedes, weg da. Ah, vielleicht kann ich hier wieder etwas Glück in den Spruch bringen. Platz, hier kommt Max dran irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Stufe 3 Max da gibt. Überlege ich gerade. Ja, wenn dann nur bei den Tunern, weil die Max sind, glaube ich, fast alle Tuner, die es hier gibt. Und viele gibt es da ehrlich gesagt nicht. Ja, oh, Saul kommt mehr. Gut. Sehr schön. Ach, ich mag den Spiel einfach. Die hat mir bei Most Wanted echt gefehlt. Vor allem ist der bei Canyon-Duellen gar nicht so verkehrt. Ich habe da halt die ganzen Armaturen, also die ganzen Anzeigen so mal ausgehabt und dann halt nur in den Rückspiegel mal geguckt. Dann versucht einzuschätzen, wie der Abstand wohl ist. War mal ganz lustig früher. Naja, damals weiß ich noch, ja, war mal der Jung. Keine Ahnung. Apomokovia. Oh nein, nicht schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Das Problem ist ja, wenn ich hier dreimal geschnappt werde, beziehungsweise wenn ich Verwarnungsgutschein habe oder so, ja, aber wenn ich dreimal geschnappt werde, dann ist ja mein Auto weg. Und das wäre echt kacke, wenn ich jetzt dieses Auto hier irgendwann verlieren sollte. Ich gehe zwar nicht davon aus, also sehr stark nicht davon aus, dass das passieren sollte, aber es könnte halt alles sein. Oh, scheiße, der flucht echt heftig weg. Aber egal. Wir sind gleich im Ziel. Das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Letzte Abkürzung vom Ziel nehmen. Wieder. Jappert aber du und gewonnen. Ja, ich weiß, dass ich dran bin. Die Polizei hat uns nicht gefunden. Das ist schön. Neu freigeschaltet. Kompressor. Stufe 2 Straßen. Ja, warum noch Straße? Für Profi-Paket. Das glaube ich erst bei den Gebieten weiter rechts, ja. Dodge Charger SRT 8. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ja gut, jetzt kommen wir mal kurz. Kenn ich ihn, ne? Ah, nee, Jared. Das wusste ich schon lange. Und die anderen sehen's langsam auch. Nicht aufgeben, du hast es gleich. Das mit dem gleich trifft ja bei dir viel wirklich, ey. Das ist schon traurig. Egal, nehme ich erstmal noch den, das Rennen hier. Du hast das ganze Gebiet haben halt, ne? Weißt ja, kennst ja, wie das ist. Ich würde gern schon jetzt schon ein paar... freischalten, aber dann müsste ich noch ein bisschen spielen. Meine Stimme, keine Ahnung. Nach dem Rennen macht jetzt auch so. Schluss. Geschlossene Sache. Nicht mal 200 Japaner, naja. Ich will halt den Fall. Auch nicht 200, gut. Das beruhigt mich doch ein bisschen. Hier jetzt hochzufahren ist zwar eigentlich dumm, weil wegen dem Sprint verliert man nochmal Geschwindigkeit. Aber egal, ich glaube viel schneller wäre ich auch nicht gewesen. Zoll regelt das schon. Zoll regelt das. Ja, erzähl mir was Neues. Jetzt habe ich nochmal voll verschissen, aber egal. Dass ich mein Zoll gerade deaktiviert, damit er noch ein bisschen was rausholt. Eventuell. Vielleicht schafft das ja. Hat auf jeden Fall
gar keinen schlechten Vorsprung. Ja, fährst du hier lang? Fährst du hier lang? Nein, natürlich nicht, du Idiot. Jetzt fährst du da lang. Das ist der Abkürzungsmeister, aber willst du ja nicht lang von, wenn du nicht aktiviert bist oder was? Und jetzt kommst du dazu noch ran und, keine Ahnung. Alles unfair, ja. Auf jeden Fall sieht es noch gut für mich aus. Noch sehr gut. Und weiter geht's. Die ist echt kürzer, als ich in Erinnerung hatte. Wenn es wirklich jetzt nicht allzu länger noch werden sollte. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rennen im vierten Gebiet verteilt waren. Ich glaube, da waren es schon einige mehr. Aber jetzt, weiß nicht, wir haben jetzt, schätze ich mal, brauchen wir insgesamt 6 Stunden für die ersten 3 Gebiete und dann müssen wir mal gucken, wie lange das letzte Zeit dauert. Ich meine, 6 Stunden durch, mal 4 sind 24 Folgen, wa? Schätze ich. Könnten sein. Na los, Saul, du musst ganz schnell ins Ziel. Weil sonst hätte ich möglicherweise noch verloren, egal. Ja, was auch immer, du laberst, mir egal. Und dann freigeschaltet. Streifenvinyl, sauber. Gut. Wir gehen zum Unterschlupf. Ja, und ich denke mal, das sollte es dann heute gewesen sein mit Nitro Speed Carbon, ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken und schaltet auch selbst mal wieder ein. Also, haut rein, ciao!